Ihr Pfarrer muss aufhören, weil er sich in eine Frau verliebt hat. Der Pfarrer der Kirchgemeinde Briggels ist weg. Es ist sehr schade, dass ihr uns verlässt. Er war wirklich unser Pfarrer. Einen besseren hätten wir nicht haben können. Ich bin gleich nach dem Rücktritt weggegangen und habe bewusst nichts in den Medien gelesen. Ich wollte mich schützen und Abstand gewinnen. Mehr als ein Jahr nach seinem Rücktritt ist Marcel Köhle erstmals bereit, öffentlich von seinem Dilemma zu erzählen. Er musste zwischen Beruf und Partnerin wählen, zwischen Altar und Liebe. Kloster ist für mich eng mit meiner Partnerin verbunden. Sie hat früher in Zürich gelebt. Wegen der Arbeit kam sie nach Graubünden und wohnte in Klosters. Als der Kontakt zu ihr intensiver wurde, fuhr ich einige Male dorthin, um sie zu besuchen. Die Partnerin im Prättigau, der Pfarrer in der Oberen zur Selva. Sicher hatte ich ein schlechtes Gewissen. Das ist auch verständlich. Ich wusste, dass ich das nicht tun sollte. Ich war verunsichert und fragte mich, ist es das, was ich will oder doch nicht? Mit Marcel Köhle besuchen wir die wichtigsten Stationen in seinem Leben. Zuerst fahren wir nach Domat-Ems, den Ort seiner Kindheit. Marcel Köhle wird 1983 geboren. Er ist der erste Sohn von Evelyn und Armando Köhle de Runx. Als ich verkündete, dass ich Theologie studieren will, sagte mein Vater, spinnst du eigentlich? Ein Vater verliert damit irgendwie den Sohn. Das Geschlecht wird nicht weitergegeben. Meine Mutter hat offener reagiert. Geh einfach den Weg, der für dich stimmt. In den ersten Jahren lebt die Familie gleich neben der Kirche. Ich denke gerne an Fronleichnam zurück. Ich wurde schon früh morgens von der Dorfmusik geweckt und war von klein auf dabei, wenn die Prozession vorbereitet wurde, wenn man die Straßen mit Stroh bedeckte und die Häuser schmückte. Als Junge mochte ich es mitzuhelfen. An meinen weißen Sonntag, also meine Erstkommunion, erinnere ich mich gut, weil ich einen Text vorlesen und dabei vorne stehen durfte. Es war sozusagen mein erster Versuch, Pfarrer zu sein. Eine wichtige Rolle für die Entscheidung spielte der Religionslehrer der Kantonsschule. Er fragte mich mal, wäre das nicht ein Weg für dich? Er meinte nur, das Theologiestudium, nicht Pfarrer zu werden. Meine erste Reaktion war, nein, bestimmt nicht. Diese Frage hat sich aber bei mir irgendwie festgesetzt. Ich begann, mir Gedanken zu machen und fragte mich, warum eigentlich nicht? Nach der Matur entscheidet sich Marcel Köhle tatsächlich für die Theologie. Er studiert 2 Jahre in Fribourg und 4 Jahre in Chur. Mir war es wichtig, für die Menschen, die Gläubigen, da zu sein. Es ist eine ganz andere Qualität in den Beziehungen, wenn man Pfarrer ist. Man kommt den Menschen näher. Während des Studiums wird auch über das Zölibat diskutiert.
Am Priesterseminar haben wir Studenten vor allem die theoretischen Fragen diskutiert. Braucht es das Zölibat oder nicht? Wir diskutierten aber nie darüber, wie gehe ich mit dem Zölibat um. Das war zu intim, zu persönlich. Darüber hat man nicht gesprochen. Der junge Marcel Köhle sieht einen Sinn im Zölibat, findet aber, es sollte nicht obligatorisch sein. Als Student kann er sich durchaus vorstellen, selber zölibatär zu leben. Ich bin schon fasziniert von der katholischen Kirche. Und aus dieser Faszination entstand das Gefühl, das ist mein Weg. Ich dachte, das wird schon irgendwie klappen. Vielleicht war das etwas naiv, ich weiß nicht. Im November 2011 empfängt Marcel Köhle die Priesterweihe in der Kathedrale von Chur. Im Moment der Weihung weißt du, jetzt passiert etwas. Das ist ein sehr sakraler Moment. Mit seiner Weihe verspricht er, das Zölibatsgesetz einzuhalten, also allein und unverheiratet zu bleiben. Wie hat das Bistum auf seinen Rücktritt reagiert? Ein Interview darüber war vor dem Portal der Kathedrale geplant. Doch so nahe will Marcel Köhle nicht gehen. Ich brauche diesen Abstand. Die ganze Sache geht mir noch sehr nahe. Das damalige Gespräch mit dem Bischof und dem Bündner Generalvikar. Es war ein gutes Gespräch, aber ich musste mich dagegen entscheiden, weiterhin Pfarrer zu sein, obwohl sie mir Möglichkeiten angeboten hatten, etwa einen Stellenwechsel und eine Wiedererwägung. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ich sei zwischen Stuhl und Bank geraten. Schließlich musste ich mich entscheiden und erkennen, nein, für mich stimmt es nun so. Damals, nach dem Studium, nimmt Marcel Köhle eine Vikariatsstelle in Zürich an. Ich ging nach Zürich, weil ich mal etwas anderes sehen wollte. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und habe nicht weit davon studiert. Deshalb war es mir wichtig, von dort wegzukommen. Zürich hat mich immer interessiert. Deshalb wollte ich in dieser Region arbeiten. Und so kam es dann auch. 4 Jahre lang ist Marcel Köhle Pfarrvikar in der Kirchgemeinde Wittikon in Zürich. Hier lernt er auch seine Partnerin kennen. Meine Partnerin ist hier in Wittikon aufgewachsen. Ich habe sie an Veranstaltungen kennengelernt. Da war schon eine gewisse Sympathie vorhanden. Hier in Zürich ist bestimmt etwas passiert. Ich wollte und konnte diese Gefühle aber nicht zulassen, weil sie nicht sein durften in meiner Situation. Ich hatte doch der Kirche ein Versprechen gegeben. Mir war es wichtig, dieses Versprechen zu halten. Ich sagte mir, das darf einfach nicht sein. Deshalb wollte ich es wohl auch nicht wahrhaben. Während dieser ersten Spannungen kommt die Anfrage der Kirchgemeinde Briggels. Ich war irgendwie froh, die Pfarrei wechseln zu können. Es war so etwas wie eine Flucht. Ich hatte den Wunsch, von vorne zu beginnen, in der Hoffnung, dass alles gut kommt. Im August 2015 wird Marcel Köhle in Briggels eingesetzt. Er ist Pfarrer für Andjast, Dardin, Danistavanasa und Briggels, für 1200 Gläubige. Sie haben mit Marcel Köhle in Briggels gearbeitet. Florina Caveng, Pastoralassistentin, und Sepka Thomas, Präsident der Pfarrgemeinde.
Das war die Installation. Da waren wir noch voller Hoffnung. Du sagst es. Viele Pfarrer, aber alle sind alt. Es war eine schöne Feier. Die Feier ist nicht das Problem. Nein, sie ist nicht das Problem. Wir waren so froh und glücklich, einen jungen, rätoromanischen Pfarrer zu haben, der unsere Mentalität und Kultur versteht. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Ein junger, engagierter Pfarrer, von allen geschätzt. In der Kirchgemeinde ist man stolz auf ihn. Nach meinem Wechsel von Zürich nach Brigels war für mich die Beziehung zu meiner Partnerin eigentlich beendet. Ich dachte, jetzt beginnt so etwas wie ein neuer Lebensabschnitt. Der Kontakt hat sich dann wieder ergeben. Die Initiative kam von ihr, nach 3-4 Monaten. Da brach alles wieder auf und nahm einen neuen Anfang. Wenn du so eine Beziehung verstecken musst, spürst du das in der Seele und im Herzen. Es zerreißt dich. Eine Zeit lang kannst du diese innere Spannung aushalten. Aber der Gesundheit tut es nicht gut. Es gab Momente, da fühlte ich mich richtig krank. Die Gedanken kreisten um die Frage, was soll ich tun? Mit der Zeit verstand ich, es braucht eine saubere Entscheidung. Mit sauber meine ich, dass ich dieses Doppelleben nicht weiterführen konnte. Am schwersten waren bestimmt die letzten Monate vor dem Rücktritt. Ich spürte, es wird langsam konkret. Gewisse Dinge machte ich zum letzten Mal, wie den Weißen Sonntag. Es war ein schrittweises Abschiednehmen. Jetzt wurde es ernst. Es kamen nochmals Zweifel auf, ob ich wirklich das Richtige mache. Nach meinem Entschluss zurückzutreten, haben wir ein Ultimatum gesetzt. Wir entschieden, dass ich meine Arbeit im Sommer 2018 beende. Sie sagte klar, würde ich es dann nicht tun, wäre sie weg. Rückblickend war es für mich gut zu wissen, was sie von mir erwartete. So konnte ich mich darauf vorbereiten. Ich hätte es wohl noch weiter in die Länge gezogen. Marcel Köhle informiert zuerst den Bischof über seine Absicht, zu demissionieren. Dieser lädt ihn nach Chur ein und legt ihm nahe, seinen Entscheid nochmals zu überdenken. Noch einmal überdenken. Irgendwann hatte ich das Gefühl, das nimmt kein Ende. Ich steckte in der Zwickmühle und dachte, das kann es doch nicht sein. Dann informierte ich den Präsidenten der Pfarrgemeinde. Das kam so überraschend. Ich war auf dem Maiensäß, als er anrief.
Er sagte, er müsse mit mir sprechen. Zu Hause habe er mich nicht erreicht. Er habe entschieden, sein Amt niederzulegen. Sich zu verlieben ist etwas sehr Schönes. Doch für einen katholischen Priester ist es ein Problem. Das weiß auch der Pfarrer von Brigels. Während der Sonntagsmesse erklärte er, er verlasse die Gemeinde, weil er eine Frau kennengelernt habe. Seine Mitteilung schockierte. Alle in der Kirche schauten umher und konnten es nicht fassen. Das war eine unglaubliche Überraschung. Es war totenstill. Nach der Messe gab es Gläubige, die weinten. Es schlug ein wie eine Bombe. Einerseits freute ich mich für ihn, andererseits fragte ich mich, was wird aus uns? Vom Bistum gab es keinen Kommentar, nur eine schriftliche Stellungnahme. Bei der Weihe verspricht der Priester, das Zölibat ein Leben lang zu halten. Eine Änderung dieser Regelung ist eine Frage der Weltkirche und liegt nicht in der Kompetenz des Bistums Chur. Das Zölibat ist das Problem. Deshalb ist Schwester Florentina Camartin aktiv geworden. Sie hat 5.277 Unterschriften für eine Petition gesammelt, die eine Liberalisierung des Zölibats verlangt. Die Petition ist an Papst Franziskus adressiert. Erstmals seit seinem Rücktritt besucht Marcel Köhle Schwester Florentina. Hallo, es hat geklingelt. Schau an, wer da ist. Guten Tag, Schwester Florentina. Guten Tag, Marcel, wie geht's? Bestens. Komm rein. Danke. Dein Besuch freut mich. Gerade gestern habe ich Post vom Vatikan bekommen. Was schreiben Sie? Ich zeige es dir. Schau. Hiermit bestätige ich Ihnen den Eingang Ihres Schreibens, mit dem Sie Papst Franziskus eine Petition bezüglich des Klerikerzölibats übermitteln. Im Namen seiner Heiligkeit teile ich Ihnen mit, dass Ihre Ausführungen zur Kenntnis genommen wurden. Mit besten Wünschen und freundlichen Grüßen, Prälat Paolo Borgia, Assessor. Immerhin haben Sie geantwortet. Sie hätten auch so tun können, als hätten Sie nichts bekommen. Das Zölibat wird es weiterhin geben. Die Frage ist, wie lange es dauert, bis es liberalisiert wird. Wie meinst du das? Nun, ich hoffe auf diese Bischofskonferenz mit dem Papst betreffend des Amazonas. Dort wollen sie, dass verheiratete Männer geweiht werden können. Dann hätte man einen Fuß in der Tür und könnte weiter argumentieren. Aber es wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Wie Schwester Florentina gesagt hat, etwas ist in Bewegung. Für die Kirche heißt das einiges. Ihre Mühlen mahlen bekanntlich ziemlich langsam. Das passiert also nicht von heute auf morgen. In den nächsten Jahrzehnten wird sich das nicht ändern. Ich begleite dich aus der Ferne mit meinem Gebet. Das ist schön, danke. Nach dir. Der nächste Besuch führt in die Sakristei. Nein, das hätte ich nie gedacht. Es war ein Schock, das zu hören. Wir hatten aber auch Verständnis dafür. Es ist schön, wenn man eine Partnerin findet. Wir hätten dich auch mit deiner Partnerin behalten. Das hätte uns nichts ausgemacht. Wir gönnen ihm, dass er seine Liebe gefunden hat. Das ist mein persönliches Messgewand, das ich bei meiner Primiz bekam. Es war das erste, das ich getragen habe. Fällt es schwer, es hier zu lassen? Schon ein wenig.
Mir ist es aber wichtiger, dass es gebraucht wird. Da drin ist die Stola, die dazugehört. Hier ist sie. Wie wäre es, das Gewand anzuziehen? Das wäre etwas komisch. Ich weiß, das ist nicht mehr meine Rolle. Wenn man das anzieht, schlüpft man in die Rolle des Pfarrers. Daher wäre es für mich komisch, das Messgewand jetzt anzuziehen. Ich habe mich lange gefragt, was ich nach meinem Rücktritt machen soll. Die Konfession zu wechseln kam für mich nie in Frage. Auch wenn der reformierte Glaube unserem sehr nahe ist, dort wird auf eine andere Art Kirche gelebt. Ich fühle mich dort nicht zu Hause. Schließlich entscheidet sich Marcel Köhle, Lehrer zu werden. Mit 36 Jahren studiert er nun an der Pädagogischen Hochschule in Chur. Die Erfahrungen, die ich als Pfarrer gemacht habe, vor allem auch in der Arbeit mit Kindern, haben mir immer viel Freude bereitet. Der Lehrerberuf ist sehr ähnlich, aber doch etwas ganz anderes. Wem gehört dieser Platz? Wir stellen den Rucksack einfach weg. Als Pfarrer war ich immer der Junior, der junge Pfarrer im Kreis der älteren Kollegen. Jetzt plötzlich bin ich der älteste Student. Das war zu Beginn etwas schwierig. Ich habe aber eine gute Beziehung zu meinen Mitstudierenden. Das macht vieles einfacher. Nach seinem Rücktritt lässt sich Marcel Köhle mit seiner Partnerin in Saas im Prättigau nieder, wo sie heute noch wohnen. Wir dürfen seine Partnerin filmen, sie will aber nichts sagen. Die Gründe dafür, dass meine Partnerin nicht öffentlich darüber sprechen will, sind persönlich. Ich möchte sie hier nicht erwähnen. Sie will auch nicht zu sehr in die Thematik involviert sein, weil es veröffentlicht wird. Sie will sich aus der Sache ein wenig heraushalten. Warum ist er bereit, seine Geschichte der Öffentlichkeit preiszugeben? Man darf auch mal sehen, was dahinter steckt, all die schwierigen Seiten. Und ich will zeigen, so einen Entscheid fällt man nicht von heute auf morgen, aus einer Laune heraus. Auch wenn ich von diesem Weg überzeugt war. Im Leben kann es immer Änderungen geben, die man nie erwartet hätte. Ihre Pläne für die Zukunft? Er will nach dem Studium eine Stelle suchen. Sie will ihre Ausbildung beenden und eines Tages mit ihm eine Familie gründen. Rückblickend gibt es zwei Seiten. Positiv ist, ich bin als Mensch reifer geworden. Aber ich möchte das kein zweites Mal erleben müssen.